alles soll hier, was wir zusammen machen, diese Scheiße. Und wieso ich ein Leben lang für ein Kind verantwortlich sein soll, was ich nicht haben wollte. Und wieso wir überhaupt geheiratet haben. Hör dir das doch ruhig an. Weiß auch nicht warum. Bisher konnte ich es nicht, aber jetzt kann ich es dir sagen. Ich hab die Schnauze voll und hätte ich heute Nachmittag mehr Mut gehabt, dann hätte ich nicht die Treppe genommen, sondern wäre da aus dem Fenster gesprungen. Aber es ist nicht so einfach. Susanne? Hey, Susanne. 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 Mach doch auf. Susanne. Susanne. Ich dachte. Entschuldigung. Haben wir zu viel Geld? Hey. Komm, lass wieder gut sein, ja? Hey. Hallo? Ja? Kommt ihr doch nicht zur Fete? Ach, sind wir jetzt schon dran? Schon? Es ist 10:30. Ja, wir kommen gleich. Wir haben verpennt. Tja, schau mal. Ich wusste gar nicht, dass es schon so spät ist. Ja, ja, wie die Zeit vergeht. Du, ich hab eigentlich gar keine Lust. Und draußen kommen wir doch nie zum Tanzen. Jetzt aber so viele Leute. Nee, wir können auch alleine tanzen. Wo? Na, hier. Und du kannst ein bisschen singen. Na ja. Mach die mal fertig, sonst brauchen wir gar nicht mehr zu gehen. Ja, man wird alt. Hey, die sitzen da drüben am Tisch. Setzen wir uns? Nee, ich stehe lieber. Okay. Geh, Mann. Hallo. Na, ausgeschlafen? Ganz gute Musik, ne? Ja, aber die Leute hier. Komische Truppe. Was macht denn der Herr Gemahl? Ach, der muss immer erst ein bisschen stehen. Na, soll er. Ist er denn wenigstens wieder trocken? Bitte? Ja, nichts gesagt. Wir waren schwimmen, Nüsse aus Jux. Schön, schön. Nee, ich möchte nicht. Nein. Nee. Ja, ja. Ein blöder Typ, wa? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Und? Schwer aktiv, das muss man mir lassen. Ja, und du? Ja, nee, ich muss auf meine alte Figur aufpassen. Später vielleicht mal. Kommst du denn mit an den Tisch? Okay. Gut. Na, dein Vortrag hat der Tempeldiener gehalten? Über das Fiese in der Welt und immer wiederkehrenden Trockenperioden. Aber warum trinkt er eigentlich so wenig? Ich hole uns schon was, ja? Also wenn es nicht wieder in der Boxarena endet, ja. Ihr wisst genau, ich trinke so gut wie überhaupt nichts. Ja, ja. Aber ihr Jungfrauen hier, ihr müsst heute Abend noch opfern, ne? Ich hole uns noch was fürs Tempelfest, ja? Ja, mach mal. Ist der immer so aufgedreht? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Weiß nicht, was mit dem heute los ist. Heute Morgen schon so komisch. Schon seltsam, dass man sich vorstellt, wenn man so einen Namen hört.
Als du gesagt hast, mein Mann heißt Hubert, habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Zuerst mein Mann und dann auch noch Hubert. Ich habe mir bloß zwei riesengroße Pantoffeln und eine Flasche Bier vorgestellt. Naja, jeder denkt sich was anderes bei Namen. Siehst du den Typ da? Haut einen ja glatt um. Ne? Bist du berufstätig? Ja. Aber das ist ein Problem. Eigentlich nicht, meine Schwiegermutter macht immer einen Streit. Aber das ist ein abendfüllendes Thema. Ich arbeite auf dem Buchplatz bei uns. Hör das? Nö, Mädchen für alles. Das ist ein Sportflughafen, wo nur so kleine Maschinen landen und starten können. Ich verkaufe Flugtickets für eine Gesellschaft, die nur so kleine Maschinen hat. Die fliegen auf Bestellung und so. Ja, und wie macht ihr das mit dem Kind? Hat Hubert schon erzählt? Komisch, macht er sonst nie. Naja, egal. Das Kind ist tagsüber bei meiner Schwiegermutter. Wir haben nur so einen Campingplatz, ganz schön. Und da passt sie drauf auf. Ideal ist das nicht, sehe ich ja selbst. Ist doch komisch. Einerseits mische ich meine Schwiegermutter an alles ein, aber nicht über mich, sondern über Hubert. Den hat sie voll in der Tasche. Naja, und so will sie auch das Kind haben. Andererseits soll ich nicht arbeiten und mich um das Kind kümmern. Und dann werden wir noch abhängiger von denen. Das reicht mir jetzt schon. Naja, außerdem, was? Ich bin auch ganz gerne in meinem Beruf. Irgendwie brauche ich das. Klar, verstehe ich. Bewundere euch sowieso, wie alt seid ihr eigentlich? Hubert ist 21 und ich bin 24. Habt ihr keine Probleme wegen dem Altersunterschied? Nö. Hubert braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Wer braucht es nicht? So, das Fest kann beginnen. Ich habe gerade gesagt, dass du jemanden brauchst, der sich um dich kümmert. Wer braucht das nicht? Ja. Also, ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Ist doch so, oder? Habt ihr ein Foto von eurem Sohn? Mhm. Bin gleich wieder da. Das kenne ich schon. Hier, das ist ja gerade ein Jahr alt. Oh, ist der süß. Zeig mal. Das ist der Campingplatz. Toll liegt der, ne? Du, das kommt nicht immer auf die Lage an. Mir gefällt es ja nicht besonders. Ist alles so ordentlich. Im Winter dann pinseln die tagelang Verbotsschilder. Und jeder hat einen eigenen Vorgarten vom Zelt. Ach, Hauptsache die Leute fühlen sich da wohl. Tun sie ja wohl auch, sonst geben sie nicht. Kann sein. Du bist denn hier das Klo? Das ist ganz komisch, da musst du außen rum. Die Zwischentür ist immer abgeschlossen, am Swimmingpool vorbei. Warte mal, ich komm mit. Geht's so? Ja, danke. Hier. Das ist das Letzte von ihm, kurz vor der Abfahrt. Ich freue mich schon wieder auf ihn. Manchmal jedenfalls. Mhm. Hey, wo kommt ihr denn her? Wenn man die alle mit Namen kennen würde. Und dann? Ist noch wärmer als das Meer. Ja, aber im Meer war es viel schöner, du. Stimmt. War schön. Sag mal, hat man euch geschickt? Bitte? Na, sollte mich holen, oder was? Wir sind auf dem Weg zum Klo. Was grinst denn jetzt? Ja, müsst euch mit dem Pinkeln beeilen, oder sonst setzen wir drin eine Vermisstenanzeige auf. Kommst du gleich wieder rein? Siehst du, guck, man hat euch doch geschickt. Komm. Und wo ist jetzt das Klo? Da hinten durch den Bogen, dann rechts. Hast du Lust zu tanzen? Ah. Ha? Hm? Okay. Lacht bloß nicht hier. Sitzt der immer noch da? Ja, stört sich doch auch. Nee, wir müssen rein. Termin? Der ist ungemütlich. Ja, wo ist es denn gemütlich? Da drin etwa? Weiß nicht. Na komm. Wohin? Ruhe mir nach, ich folge dir. Ja, und die anderen? Ja, die sind doch wohl volljährig, oder? So, vielen Dank. Bitte schön, tschüss. Tschüss. Ganz allein? Mhm. Macht aber nichts. Ist auch mal ganz schön zuzuschauen. Hubert nicht wiedergekommen? Nee, nichts gesehen. Die gute Mira geistert hier auch irgendwo rum. Na, gemütlicher? Nee, kälter.
Komisch. Wenn das Meer so dunkel ist, eigentlich hört man es ja nur. Also wenn man nachts drin schwimmt, ist es nicht so schlimm. Da ist man drin und weiß, was läuft. Aber so, von oben, ziemlich unheimlich, ne? Ich mag dich irgendwie. Huch. Ich nehme dich auch. Magst dich auch, ne? Nee, aber dich. Nee, mich mag ich nicht so besonders. Weiß auch nicht warum, aber bin nicht zufrieden mit dem, was ich so mache. Na, ist ja auch egal. Ich möchte jetzt einen Kuss geben. Tu's doch, Feigling. Ich möchte es nicht so als eine Probe. Dann frag doch nicht. Ist schon blöd, was? Hast recht. Ist vielleicht doch mehr Mut nötig, als ich will. Du, wollen wir nicht gehen? Ich friere so. Hm? Nee. Sag mal, für wen ist denn das hier eine Mutprobe? Hm? Immer noch? Hm? Noch viel mehr jetzt. Wie lange seid ihr denn schon unterwegs? 2 Wochen. Per Anhalte und so. Das hier ist das einzige Hotel, was wir vorbestellt haben. Gefällt mir nicht besonders. Und wo wohnt ihr in Deutschland? Frankfurt. Mhm. Na? Na? Ganz schön draußen, besonders die Sterne. Habt ihr mal einen Sternenhimmel gesehen? Unheimlich klar. Aber wenn ihr hier schon die ganze Flasche ausgetrunken habt, dann seht ihr eh genug Sterne. Du, Theodorat, wollen wir nicht tanzen? Ja. Du musst nicht. Ach, komm noch, oder? Hm. Komisch, aus dem Typ wird man nicht schlau. Musst du immer schlau werden, bist du schlau genug? Wo warst du? Draußen. Geht's wieder besser? Bitte, ich verstehe nicht. Ob's wieder besser geht? Du, ich verstehe wirklich nicht. Wollen wir uns wieder setzen? Hoi, das ging aber schnell. Keine Lust mehr? Müde. Der Herr ist müde, kein Wunder. Na, dann machen wir, dass du ins Bett kommst. Werde ich jetzt auch. Gute Nacht, der Herrschaften. Und denk dran hier, der Erfinder von dem Saft ist Dionysos. Dionysos. Danke, jetzt weiß ich's. Bestellen wir noch eine? Klar doch. Also ich nicht, ich bin müde. Sehen wir uns morgen? Ich wollte eigentlich ins alte Theater morgen fahren. Kommt ihr mit? Wenn's nach mir geht, gern. Geht's nicht nach dir? Na, ich muss Hubert wenigstens fragen. Also, gute Nacht. Ja, dann bleib ich auch nicht mehr auf dem Bein. War ja auch viel Holz heute, ne? Tja, und dann da Hubert noch. Haha. Gut noch. Jetzt? Ich muss immer nach draußen an die Luft. Aha, Niere auch? Und wenn? Ach, du tickst ja wohl nicht ganz richtig, und wenn? Willst du mir jetzt hier Vorschriften machen? Das hat doch nichts mit Vorschriften zu tun. Warum hast du nichts gesagt? Mann, ich will doch nur an die frische Luft. Ich habe euch gesehen. Na und? Am Swimmingpool. Eine gute Beobachtungsgabe, echt.
Und dann seid ihr zusammen weggegangen. Das ist ja sehr interessant. Nur keine Angst, ich bin nicht hinter euch her. Ja, warum denn nicht? Hättest du doch. Und schwimmen warst du auch mit der? Ja, die andere war dabei. Ja, von der weiß ich's ja. Sag mal, ist das hier ein Quiz oder was? Da kann ich doch wohl viel eher fragen, was das hier alles soll. Meine Güte, ich will doch nur an die frische Luft, verdammt nochmal. Das kannst du jemand anderem erzählen. Es ist heute sowieso eine ungewöhnliche Sucht nach frischer Luft. Also ich gehe jetzt und wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Und wenn ich jetzt mitkomme? Ach, geh mal. Jetzt spielst du wieder tagelang die Beleidigte. Ja, gut, ich mag die. Aber das ist eine Urlaubsbekanntschaft und außerdem ist er sowieso übermorgen vorbei. Und ist jedenfalls kein Grund, jetzt hier eine Flappe zu ziehen. Und umgekehrt? Stell dir das doch mal umgekehrt vor. Ich gehe zur Tür raus und treffe ihn mit dem Typen. Und was dann? Was dann? Da fragst du, was dann? Was Eifersüchtigeres wie dich gibt's ja wohl nicht. Mensch, ich treffe mich doch nicht mit jemandem. Ja, das weiß ich langsam auch. Du gehst nur an die Luft. Aber dann sieh auch zu, dass du sie nicht verpasst. Abend. Hallo? Hubert kommt gleich. Du, wir wollten nur ein bisschen rumlaufen. Mhm, ich weiß. Gute Nacht. Ey! Hör mal, wie macht ihr das eigentlich mit dem Altersunterschied? Och, nach all den Jahren nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Du, ich möchte jetzt nicht mehr heute Abend. Na nu. Susanne schläft. Aha. Und wir müssen ja auch nicht so lange spazieren gehen. Spricht die immer im Schlaf? Hä? Ich habe nämlich gerade mit ihr gesprochen. Was? Ja, die kam auf den Balkon und hat mich hier gesehen. Und? Lieb war sie. Das ist es ja gerade. Wenn die eine Szene gemacht hätte oder auf den Putz gehauen oder so. Aber jetzt? Aber dann ist alles klar, oder? Nichts ist klar, im Gegenteil. Du, nicht schon. Dann komm. Die war ganz schön sauer. Wieso? Die zeigt es nicht so. Die macht so einen auf cool. Du, ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß auch nicht, was ich will. Aber wenigstens. Sag mal, können wir uns morgen allein sehen? Ich meine, dann könnten wir was unternehmen. Was? Da fährt morgens immer so ein Fischkutter oder so auf so eine unbewohnte Insel zum Baden und so. Und da gibt es auch noch ein paar Buchten, die sind ziemlich leer. Hört sich gut an. Ich habe auch Lust, was mit dir allein zu machen. Hm. Ja, ehrlich. Ich verstehe das selbst alles nicht so. Ich auch nicht. Du, ich muss aber auch an die Malka und die anderen denken. Die Malka, die können auch einen auf ihren Tempel da machen. Ne? Ja. Könnt mit dir reden. Und die Susanne? Jo, ich könnte mit ihr reden. Du, sag mal im Ernst jetzt. Na Mensch, dieser eine Tag, wir waren den ganzen Urlaub zusammen. Ein fernes Schiff. Ich muss mich da erst erkundigen, aber wir sehen uns doch beim Frühstück. Mhm.
Das Frühstück. Kümmer du dich da mal drum. Was ist denn los? Oh, das hältst du doch nie aus. Hey! Wo sind wir denn hier eigentlich? Ein Auftritt hat wohl nicht viel Eindruck gemacht. Ja. Da machst du bei anderen wohl mehr Eindruck. Und bitte nicht vom Frühstück. Seit wann bist du denn so empfindlich? Ich hole ne Bild, ja? Sofort. Das kannst du dir sparen. Einmal? Nichts auf einmal. Komm, fang doch keinen Streit an. Ich hole ne Bild und dann frühstücken wir und dann... Und dann? Und dann macht jeder, wozu er Lust hat. Gute Idee. Mach mal. Bitte? Ja, mach mal. Mach mal, wozu du Lust hast. Ach, nun stell dich doch nicht so an. Wenn du das mit gestern Abend meinst, da ist nichts gelaufen. Mhm, nichts gelaufen. Ach, du kannst mich mal. Wir sehen uns beim Frühstück. Bei wem? Hier, bei ihm her. Kommt aber gleich sicher. Sag mal, was machen wir denn heute? Ich wollte eigentlich zum alten Tempel gehen. Also, ich wollte eigentlich... Mhm, gut. Okay. Und du? Hat das was mit Dionysos zu tun? Mit dem hat hier fast alles zu tun. Naja, werde ich ihm heute mal ein kleines Opfer bringen, damit er uns hier von der Plage befreit. Ja. Look at this one, my dear. Stark, ne? Was für eine Kulisse im Theater hier? Theater? Nee, Quatsch. Fällt mir viel besser, doch. Ich war da mal im Opernhaus in Hamburg. So was, nee, da bin ich gleich nach der Pause abgehauen. Also hör mal, die Griechen haben zum Theater wohl auch ein ganz anderes Verhältnis gehabt, ne? Ich hab da zu wenig Ahnung. Dafür bin ich abends immer viel zu müde. Ich meistens auch, finde ich aber eigentlich schade, oder? Weiß nicht, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also jetzt könnten wir noch da runtergehen. Da haben sie früher sowas wie Heilschlaf gemacht. Heilschlaf? Oh, das wäre jetzt das Richtige. Mir reicht's. Also ich gehe runter an den Strand. Wo wir schon mal hier sind, das sollten wir noch mitnehmen, Mensch. Wer weiß, wann wir mal wieder hierher kommen. Nee, ich bin K.O. Da musst du abends eben früher ins Bett gehen. Ach komm, die Trümmer, die nehmen wir noch mit da. Also ich gehe mit baden. Okay, dann treffen wir uns nachher unten am Strand. Ich habe mich erkundigt, da zwischen Felsen, ganz schöner Sandstrand. Ja, gehen wir. Badetuch? Komm doch mit. Ach. Komm. Hallo. Wenn du jetzt noch was unternimmst, machst du eigentlich alles noch viel schlimmer. Du hast gut reden. Ach, das ist nicht mehr als ein bisschen Urlaubsflirt. Reicht mir aber. Und vielleicht noch nicht mal das. Ich kann mir nichts anmerken lassen, ja. Aber das tut dir noch mehr weh. So wahrscheinlich schon das Beste, ne? Und dabei ist er so abhängig von mir. Ich kenne das schon. Irgendwann kommt er dann angekrabbelt.
Ach, ist schon scheiße. Also, was ist mit dem Heilschlaf? Da gibt's gar nicht zu lachen, Mensch. Da muss ich aber erst mal setzen. Ne? Du bist ja ganz schön schwächlich. Du bist eine Schmusekatze. Sag mal, kannst du da nicht auch kratzen? Nee, als du denkst. Ich bin völlig ausgeklinkt. Ich kann das nicht so sagen, aber das ist was mit dir. Obwohl eigentlich, das fing schon gestern Abend an, als ich dich noch gar nicht kannte. Kennst du mich jetzt? Klar doch. Du, ich kann mir das hier alles gar nicht vorstellen. Morgen wieder zu Hause, bei den Alten auf der Matte. Was machst denn du überhaupt? Ich arbeite bei meinen Eltern auf dem Campingplatz. Das ist ein ganz großes Ding da. Da gibt's immer viel zu tun. Ja, und da kriegst du von deinem Vater Geld? Nee, von meiner Mutter. Bei uns ist meine Mutter dafür zuständig. Aber ich kann mir das hier nicht vorstellen. Und was machst du? Büro. Wo? In Jerusalem. Wo? Ihr nennt das Jerusalem. Verstehe ich nicht. Bist du da bei der deutschen Botschaft, oder? Ach nee, die ist doch in Tel Aviv. Du sag doch mal, was machst du denn? Ich arbeite in einem Büro in Jerusalem. Bei einer Behörde, wenn du es genau wissen willst. Jerusalem? Das liegt doch im Heiligen Land, wenn ich mich nicht irre, oder? Israel, ja. Und was... Und